Ben sagt uns Bescheid. Achtung, er kommt! Aufgepasst! Es wird nicht gedrängelt! Und Finger weg von meinem Wagen! Entscheidet euch, ich habe nicht so viel Zeit! Jack? Stell dich hinten an. Telefon. Wie, für mich? Station 6 hat angerufen. Hier ist Jack Crossley am Apparat, ich höre. Süßwarenhändler und Zeitungen erster Güte verkaufe ich außerdem. Oberschwester Braun, ja. Station 6. Ich muss Ihnen eine bedauerliche Mitteilung machen. Es gab Beschwerden. Über die Sachen, die Sie auf unserer Station verkauft haben. Beschwerden? Was denn für Beschwerden? Der größte Teil der Schokolade war verschimmelt. Oh, verschimmelt? Meine Ware ist taufrisch. Wer behauptet so etwas? Der fachärztliche Berater hat Ihre Schokoladenregel probiert. Das Haltbarkeitsdatum ist längst überschritten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. 13 Jahre habe ich dieses Krankenhaus beliefert. Ich bin nicht darauf angewiesen. Ich verdiene sowieso so gut wie nichts daran. Das ist ja durchaus möglich. Aber ich fürchte, ich muss auf jeden Fall das Gesundheitsamt einschalten. Sie werden das sicherlich verstehen, nicht wahr? Wenn es hier etwas Verschimmeltes gibt, dann kommt es mit Sicherheit aus der Kantine. Ich habe es doch gar nicht nötig, hierher zu kommen. Och. Also, wo ist es? Was meinst du, Jack? Oh, ihr stellt euch dumm. Na, wartet. Ich bin gleich wieder am Telefon und rufe die Polizei an. Dann werdet ihr ins Gefängnis wandern. Und dafür werde ich schon sorgen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich habe solche Kopfschmerzen. Geht's denn gar nicht leiser? Du kleines Biest steckst dahinter. Ich rieche es förmlich. Was gibt's denn wieder, Jack? Ich zähle jetzt bis 5. Und dann werde ich umgehend die Polizei anrufen. In anderen Ländern würden sie euch dafür die Hammelbeine langziehen. Leute, das Spiel ist aus. Gebt die Sachen zurück. Irgendwann ist der Spaß zu Ende. Ich habe die Nase voll. Herhören. Also ihr bringt jetzt das Spiel zu Ende und wir verschwinden so lange von hier. Kommen Sie, Jack. Was? Und wenn wir zurückkommen, dann liegen alle Sachen wieder auf dem Wagen. Wer Schuld hat, interessiert uns nicht. Aber ich verlange, dass Jack all seine Sachen wiederkriegt. Ist das klar? Kommen Sie. Ist sonst alles in Ordnung? Habt ihr sein Gesicht gesehen? Also, ich hatte Mitleid mit ihm. Steht ihm recht, er ist immer so krantig. Der wird vielleicht Augen machen. Ich sehe das so. Du brauchst mindestens 3 Mahlzeiten am Tag und ein anständiges Bett. Und die Sachen hast du doch auch von hier, oder? Seid ihr wirklich so abgebrannt? Deine Alten kriegen doch sicher Sozialknete. Du bist ein Asozialer. Das bist du. Ein mieser Betrüger. Du bist selber schuld, Jack. Du kannst doch nicht ständig behaupten, dass sie dich beklauen. Sie fordern es doch heraus. Hä? Du nennst sie Diebe, also was wunderst du dich, wenn sie sich so verhalten? Die Belger aus der Gegend hier sind da alle gleich, die muss man nicht erst provozieren. Entschuldigen Sie, aber ich bin auch von hier. Ach, ich spreche von dieser lausigen Stadt hier und nicht von der feinen Gegend, wo Sie wahrscheinlich herkommen. Kennen Sie die Parliament Street? Ja, ich habe da früher mal Zeitung ausgeliefert. Nummer 238, da wohnen meine Eltern. Kann ich mir nicht vorstellen. Und bevor ich zur Uni gegangen bin, habe ich da auch gewohnt. Ja, also, ja, eine gute Ausbildung hat schon ihre Vorteile. Sie holt einen raus aus der Parliament Street. Du bist ein Snob, Jack. Wir können jetzt zurückgehen. Kinderstation! Das ist wirklich unglaublich. Euch sollte man noch alle in ein Heim stecken. Schön nachzählen, ob was fehlt. Lee, bitte reiß dich zusammen. Worauf du dich verlassen kannst. Na, heute ist er ja besonders freundlich. Dave? Ja. Ich weiß nicht, was heute mit ihm los ist. Ich hatte so gehofft, dass Sie das wissen. Aber wieso denn ich? Ach, nur so. Alles in Ordnung, Darren?
Ja. Oh, mein Fuß tut so weh. Dann wollen wir mal deinen Schuh ausziehen. Schon gut. Oh. Sag mal, wie ist das denn passiert? Ich hab mich gestoßen. An Jacks Wagen. Bei eurer kleinen Aktion vorhin, hä? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Zuallererst muss das geröntgt werden. Und dann müssen wir eine Unfallmeldung machen. Erklär Schwester Meadows, wie das passiert ist. Ich hab mich vorhin an Jacks Wagen gestoßen. Die Nase von Alex hat aufgehört zu bluten. Und? Er hat mir erzählt, dass unser Fremder doch einen Namen hat, George. Das vermutet der Junge. Darren hat mir erzählt, dass George gestern Nacht mit ihm geredet hat. Dann kann er also doch reden. Ja, sieht so aus. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Was ist? Ich bin sicher, dass du reden kannst, ganz sicher. Sag mir sofort, was mit dir los ist. Du wirst endlich dein Maul aufmachen. Ich weiß, du bist ein Betrüger.